richtig ist, hatte gesagt, ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Ich weiß nicht, weil es ist eine Lüge, Allahu A'lam. Aber ich erwähne den Hadith, den anderen Hadith. Hat er gesagt, ich habe nicht einen Platz zu schlafen und ich möchte bei dir schlafen. Und ihr wisst, das Anrecht des Muslims gegenüber seinem Muslim, 3 Tage kann er über ihm bleiben. Ich weiß nicht, ob bei uns sowas gilt, aber es ist Recht, ja. Der Mann wartet ihn und er war jung. Der Mann betet seine Gebete, geht, legt sich hin und schläft. Weder Qiyam al-Layl noch irgendwas, nichts. Am nächsten Tag das Gleiche, er betet seine normalen Gebete, kommt nach Hause, legt sich hin und schläft. Am dritten Tag war schon Abdullah ibn Amr so. Yani dieser kommt ins Paradies, yani er macht nicht mehr als wir. Ich bitte auch. Und ich gehe auch in der Moschee genauso wie er gegangen ist. Warum kommt er ins Paradies? Das ist die Falle. Warum hat er ihn gefragt? Rasul hat berichtet, dass du ins Paradies kommst. Aber ich sehe nicht, dass du mehr machst als wir. Er hat gesagt, Wallahi, das, was du siehst, ist die Wahrheit. Der Mann geht, dann rief er ihn, sagt, komm zurück. Sagte, ich glaube wegen dieser Sache. Was ist diese Sache? Achte darauf. Sagte, ich gehe niemals ins Bett und schließe meine Augen zu, bevor ich ein Bittgebet mache für die Muslime. Und ich gehe niemals ins Bett und ich bin neidisch auf irgendeinen Muslim. Oder ich beneide ihn wegen irgendwas. Nur das. Nur das. Aber guck mal, dieser Hadith. 2 Männer lebten sich für Allah. Sie haben sich in diesem Leben vorgefunden. Oder gefunden. Wegen dieser Liebe. Und als sie gestorben sind, war auch der Grund, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala getrennt. Und der letzte. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله الله أكبر فأي مان هات أنا صدقة gegeben أنا شبندة der hat die so gut versteckt dass seine linke von seiner rechten nichts wusste سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Oh, diejenigen, macht eure Sadaqat nicht ungültig. In dem Mann, was ist ein Mann? Stell dir mal vor, ich habe jemand 20 Euro gegeben. Und, konntest du, ein paar Leute, wir sind versammelt. Und, die 20 Euro waren genug? Willst du noch was haben? Mann, Adha, das ist ein Adha. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt noch in dieser Sura, sagt, Qawlun ma'rufun wa aghfira khayrun min sadaqat yatba'uha Adha. Ein gutes Wort. Ha? Und Maghfira, das ist Vergebung, ist besser, als wenn du ihm eine Spende gibst, mit dem du ihm schaden kannst. Guck mal, wir Muslime, wenn jemand zu dir kommt ha? Und sagt, Wallah, fi sabilillah, und ich bin, guck mal, er hat schon sein Gesicht verloren. La tuhwijni ila dhulli su'al, wa la ila iraqati ma'i wajhi fi talab. Lass mich mein Gesicht nicht bei dir verlieren. Deshalb, lillahi ya muhsinin, ja muhsinin, wenn du einen Biss gibst, kommst, gib's ihm. Hier, nimm die 20 Euro und mein Gott, steht immer im Weg und ihr stört. Nein, nein, entweder gibst du oder sagst du nichts. Lass ihn einfach in Ruhe. Aber dieser Mann spendet eine Spende, dass er die so gut versteckt. Subhanallah, guck mal, dieser Hadith, seine Rechte, das sind Hände. Wo soll ich sie verstecken? Die Linke weiß nichts von der Rechten. Heute eine sehr schlimme Gewohnheit geworden in den Moscheen. Wenn Ramadan ist oder wenn man Geld sammeln will, dann kommt jeder und hebt sein Geld. Okay, in tubdu sadaqati fa ni'imahi, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tukhfuha. Wenn ich so, ein Imam ruft, wir brauchen Geld für die Moscheen, alle sitzen, keiner bewegt sich. Wallah, ich will die Leute bewegen. Ich hole die 300, 400 Euro und so bin ein, sozusagen beginne die Sache. Warum? Um die anderen zu motivieren. Allah subhanahu wa ta'ala ist es gestattet. Aber heute ist es so geworden, dass jeder kommt, 50 Euro, 60 Euro und macht Mitgebet. Und wir haben das einmal geschafft sogar, 2,5 Stunden zu sitzen und jeder kam auf. Und dann Mitgebet für dem, Mitgebet für dem, Mitgebet für dem. Ist das Maschur? Nein. Und das ist diese Sache, inshallah.
Und inshallah, mit diesem, was wir heute gesagt haben, sollte der Mensch ermahnt werden und sollte sich immer vor Augen halten, dass er Yawm al-Qiyamah, dass es einen Tod gibt und dass es ein Barzach gibt, eine Zwischenwelt. Da siehst du niemanden, da kennst du niemanden. Du bist in deinem Grab. Entweder ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache für dich. Und dann wirst du Yawm al-Qiyamah vor Allah vorgeführt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran, der Koran ist voll von Ermahnungen, von Situationen, wo Menschen kommen und sich in die Hände beißen. Für das, was sie getan haben. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wenn du siehst, walau tara, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, walau tara, also wenn du siehst. Und dann kommt der Mensch, die werden im Höllenfeuer geworfen. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Guck mal, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, وَلَوْ تَرَى. Wenn du sehen würdest, wenn wir sie im Höllenfeuer werfen. Aber was sagen die? يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Wir wünschten, wir könnten hier rauskommen, um Gutes zu tun und zu den Mu'minin zu gehören, die wir ausgelacht haben, die gerade ins Paradies gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Jetzt ist ihnen klar geworden, was sie versteckt verleugnet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt normal hier zu uns, jeder von uns, wenn du uns zurückschicken würde auf die Erde, wir werden weitermachen. Wir werden nicht aufhören. Allah mit seinem Wissen weiß das. Deshalb nutze dieses Leben. Nutze dieses Leben, was du lebst, dieses junges Leben. Oder egal wie alt wir sind, Wallahi al-Azim, das Leben wird dir genommen, du merkst das gar nicht. Und subhanallah, jedes Mal, wenn ich nach Palästin fahre, sitze ich mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit der Familie. Hast du gehört? Der Freund von deinem Bruder ist gestern tot. 23 Jahre alt. Andere Gespräche. Hat einen Autounfall. Er und seine Frau und Kind gestorben. Wallahi, ich gehe immer dahin und ich habe das Gefühl, ich habe 1000 Leute gelassen in der Stadt. Ich komme zurück, 50 von denen sind weg. Und es sind nicht nur alte Leute, es sind auch junge Leute. Viele junge Leute. Es ist kein Wunder, dass wenn ein Mensch alt ist, dass er stirbt. Wir wissen das. Aber wir wissen, dass jeder sterben wird. Und ich habe ganz am Anfang meiner Rede gesprochen, dass wir die Vorstellung brauchen. Die Vorstellung. Wallahi al-Azim. Wenn du diese Vorstellung hast, wie der Sohn von Ali ibn Abi Talib, dann merkst du den Unterschied zwischen uns und zwischen diesen Leuten. الَّذِينَ كَانُوا يَدِينُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Guck mal. Der Sohn von Ali ibn Abi Talib, wenn er Wudu gemacht hat, hat er gezittert. Kannst du dir das vorstellen? Ein junger Mann geht, macht Wudu, fängt an zu zittern. Und man sieht, dass er gelb angelaufen ist. Warum? Hat man ihn gefragt. Guck mal, subhanallah, die Vorstellung. Sagt er, wisst ihr nicht, wo ich hingehe? Ich werde vor Allah stehen. Ich werde beten. Allein diese Vorstellung hat ihm geholfen. Hat ihm geholfen. Diese Vorstellung hat ihm geholfen, was? Allah zu fürchten. Er macht Wudu und er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ihn und dann fängt er an zu zittern. Er macht sein Wudu und er läuft gelb an. Aber guck mal, auch die Vorstellung vom Feuer, was wir gesagt haben. Eines Tages war er am Beten und dann war ein Feuer im Nebenhaus, was drohte, auch sein Haus zu erfassen. Die Leute, hey, beende dein Gebet, komm raus, alle am Schreien, komm raus, komm raus. Er hat sein Gebet beendet. Assalamu alaikum. Guck mal, die Ruhe, subhanallah. Nicht wie wir heute. Es gibt kein Feuer, was uns das uns erfassen will. Aber trotzdem sind wir so, als würde ein Feuer uns erfassen wollen. Hat er sein Gebet beendet, hat man ihn gefragt. Subhanallah, bist du lebensmüde? Ha? Wir haben dich doch gerufen. Guck mal, was er gesagt hat. قال تصورت نار الآخرة وناركم. Ich habe mir vorgestellt, dieses Feuer, was gerade draußen brennt, und das Feuer von Yawm al-Qiyamah.